Hi liebe Leute, ich bin's wieder Marc und der Mythenmörder Teil 3 und ihr seht, ich bin mit meinem Fahrrad hier an einem Parkplatz, weil ich euch was zeigen will. Ein Thema, wo oft die Wortwahl für mich wichtig ist, wo Missverständnisse entstehen können durch Fahrtechnik-Videos oder Artikel. Und ihr werdet sehen, es geht um einen Sprung. Schaut mal auf meine Beine, wenn ich springe. Und warum Mythenmörder? Ich zeige euch das gleich mal auch auf dem Fahrrad. Oft wird in Beschreibungen geschrieben für den Bunnyhop oder für Springen mit Kickern. Macht man eine Sprungbewegung, wenn man beim Bunnyhop schon weiter hinten ist oder bei einem Kicker in der Zentralhaltung, nach vorne oben. So, und was das bewirken kann, dass Leute wirklich diese Variation, dass sie sagen, vorne ist das erste Wort, dass sie mehr nach vorne springen, anstatt nach oben. Ich zeige euch das auf dem Fahrrad. Also viele Leute nehmen das dann wörtlich, man sieht das dann, das sehe ich auch in den Kursen, die springen nach vorne. Dabei habt ihr gesehen, dass sich die Beine nicht strecken. Das Hinterrad kommt zwar auch mit, aber die Bewegung ist mehr nach vorne und das ist ungünstig, weil man will ja die Sprungkraft aus den Beinen nutzen, dieses Abspringen. So, und deswegen ist mir wichtig, wenn diese Wortwahl kommt, dann eher nach oben vorne, falls man halt hinten ist, im Bunnyhop, wo man das Vorderrad hochgeholt hat und dann nach oben springt. Und ihr werdet euch sehen, wenn das Vorderrad weiter oben ist und man springt ab, dass dann die Hüfte weiter am Vorbau ist. Weil man halt dann in der Streckung gekommen ist. So, nochmal das Beispiel. Der Sprung besser nach oben als nach vorne. Durch die Wortwahl nach vorne springen viele dann nach vorne zum Lenker und dann werden die Beine gebeugt und das ist auch eine Haltung, in der man dann in der Landung teilweise ist, sehr unangenehm. Deswegen denkt daran, wenn ihr hinten seid, weil ihr den Manual-Impuls gestartet hat, das Vorderrad nach oben kam, dann springt nach oben ab. Lenker wegschieben und nach oben abspringen. Dein Bein auf, Lenker weg und nach oben abspringen. Und nach oben abspringen. So, also, ein paar Tipps, wie gesagt, wenn ihr nach hinten gekommen seid beim Bein hier habt und dann abspringt oder der Kicker euer Vorderrad in die Luft gebracht hat, aus den Beinen abspringen, dann werdet ihr durch den Winkel auch mit der Hüfte näher am Vorbau sein, aber ihr habt trotzdem die Sprungkraft genutzt, anstatt nur nach vorne zu springen. Viel Spaß beim Üben, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, euer Marc.